Ja. Hallo, guten Abend. Wir sind wieder zurück. Jetzt ist es Chanukka, dritte Kerze. Ja, also, das wollte ich über das Chanukka reden. Oh, genau. Noch. Also, Chanukka ist ganz, ganz eine interessante Geschichte. Chanukka ist ein liebliches Fest bei uns, bei Juden. Und wieso? Jeder findet etwas für sich. Jeder befindet seine eigene Agenda in diesem Fest. Das heißt, Chanukka nicht als mehrere jüdische Feste steht nicht im Torah. Sogar, hallo, guten Abend, Solveig. Wie ganz halbe Minute vor angefangen. Also, Chanukka steht überhaupt nicht im Tanach sogar. Heute ist es Chanukka, eine Pause. Pause zwischen Fliegen und Würme. Ja. Also, alles, was steht im Torah, es ist Fest. Ja? Die Torah sagt, was feiern wir, in welchem Weg und so weiter. Purim ist schon eine interessante Geschichte. Purim und Chanukka, sie fallen aus, ja, von der Torah, jüdische Feierlisten. Aber mindestens Purim, er steht im Tanach. Ja? Es ist ein Buch, Esterrolle. Und noch mehr, für jedes jüdische Fest gibt es ein Talmudband. Ja? Also das ist ganz gut. Dann gab es viel Material, viele Quellen. Also Rosh Hashanah gibt es ein Band Rosh Hashanah. Yom Kippur, anpassend Yom Kippur. Sukkot. Pesach heißt Psachim. Shavuot. Also die alle Feste, die im Torah stehen, gibt es einen Band im Talmud und sogar für Purim gibt es auch ein Band, heißt Megillah. Also die alle Feste sind beschlossen von mindestens Quelle an sich. Ja? Haben viele Quellen. Die einzelnen Feste, die haben wir kaum, sehr, sehr gern Quellen, ist Chanukka. Ja? Also Chanukka steht nicht im Torah und auch nicht im Tanach. Zum Komplizieren der Dinge gibt es ein Buch, das heißt Makkabim, Hashmonaim. Der steht auch nicht, der ist ein Apokryph. Ja? Das heißt, steht auch nicht im, sagen wir, christlichen Standard. Das heißt, gibt es einige christliche Kirche, die enthalten dieses Buch und gibt es andere, die nicht. Ich weiß nicht, ob wer oder Katholiken oder Evangelisten, die halten dieses Buch. Sagen Sie mir. Ich weiß nicht. Ja, also ich weiß, dass es ist auch eine Kontroverse zwischen auch christlichen Theologen sozusagen. Das heißt, die Quellenfrage ist sehr, sehr problematisch und nachfraglich. Dieses Buch, der Apokryph ist Hashmonaim Makkabim, ist auch ein sehr, sehr problematisches Buch. Wir haben kein Original auf hebräischer Sprache. Das heißt, die Original für dieses Buch ist auf Griechisch, griechische Sprache. Und dort ist es ganz klar für ein neutrales Auge, gibt es viele Fälschungen. Das heißt, in diesem Buch, übrigens beim Juden, wer liest Apokryphen, ist es Makkabim oder Hashmonaim 1 und 2, römische. Beim Christen ist es verteilt für 4 Bücher,
1, 2, 3, 4. Römisch. Also in diesem Buch steht überhaupt keine Erinnerung über diese Wunder mit Leuchter und Tempel, aber gibt es viele, viele christliche Spuren und Geschichten über die Wunder mit Jesus und so weiter und so fort. Das heißt, die Chanukka hat passiert in der Mitte 2. Jahrhundert vor Jesus. Also es ist nicht eine 3-4 Generationen vor ihm. Und erzählen die Geschichten über Jesus, es ist so unrelevant. Ja? Es ist andere Zeit. Es ist nur behaupten, diese Idee, dass es dieses Buch hat eine spätere Natur, ja? Spätere Quelle. Und deswegen gehört nicht rein zum chanukkale Zeiten. Ja? Also Chanukka hat passiert, chanukkale Kriege, rund minus 150 minus, vor null sozusagen. Ja? Die Christen sagen vor Jesus, Juden sagen vor null, vor Erzählung sozusagen. Also, wie gesagt, dieses Buch kann man nicht vertrauen als eine gute Quelle. Es ist eine Buch vom 3., 4., 5. Hundert im Plus. Also mindestens 500 Jahre nach originellen Chanukka-Zeiten. Wir haben ganz, ganz wenig Texte im Talmud über die Chanukka. Gibt es eigentlich zwei Absätze. Ich zitiere bald heute. Gibt es zwei berühmte Absätze im Talmud Megillah, der über, prinzipiell, grob zu sagen, über die Purim erzählt. Und gibt es im Deklamen zwei Absätze über die Chanukka. Aber doch, diese Fest steht im Halacha, steht im Sidur, viele Diskussionen, wie immer bei Judentum. Wie zündet man die Licht? Ja? Von rechts nach links, von links nach rechts. Ja? Gut, nicht von oben nach unten, es ist nur horizontale Bewegung. Ja? Könnte auch sein. Also der Beschluss, wie schreibt man auf Hebräisch, von rechts nach links. Ja? Das ist die Kurz, kurz zu sagen. Die alte Diskussion zwischen Hillel und Shammai, wie viel Kerzen machen wir? Shammai sagt, fangen wir an von 8 Kerzen und dann geringen jedes Tag minus 1. Hillel sagt umgekehrt. 1 plus 1 plus 1 bis 8, ja. Und jeder natürlich hat seine eigene Begründung. Was ist die Begründung von Shammai? Es gibt wenige Wunder. Am ersten Tag, das ist der Wunder, maximal. Am letzten Tag, der letzte Tag. Hillel sagt, Hillel und seine Schule, sie sagen umgekehrt. Nein, diese Öl, es war genügend für einen Tag. Also quasi am ersten Tag, es ist ganz gering, die Wundermaßstabe. Am letzten Tag, ja. Wenn so, dann kann man fragen, wieso bezeichnen wir das 8 und nicht 7 Tage, weil einen Tag ist es ganz normal, ganz natürlich. Also diese Geschichten haben ohne Ende die Fragen. Ja? Also am Ende der Beschluss, dass wir gehen zum Halacha, zum Gesetz, nach Hillel-Meinung, dass die Wunder er vergrößt mit dem Zeit. Ja? Jedes Tag, ja heute als Witz, ja, wie kann man erklären für heutzutage Kinder, ja, du hast eine Akku im Handy für einen Tag und das ist genug für 8 Tage. Ja? Das ist ein gutes Beispiel, moderne und ganz, ganz aktuelle. Ja? Also natürlich gibt es viele, viele
Diskussionen über diese Chanukka, und das ist auch grundsätzlich zu sagen, wegen der Wenigkeit der Quellen. Ja? Aber diese Mangelschaft von den Quellen bringt eine sehr, sehr paradoxale Phänomen, dass jeder meint etwas anderes über diese Chanukka und das ist in Ordnung. Das heißt, Pesach, wir sagen immer, es ist ein Fest für Freiheit. Ja? Die Juden haben zum Sklaverei, nach Freiheit, die Idee der Freiheit, die ganze Welt und so weiter und so fort. Ja? Aber im Chanukka, was feiern wir? Also die, grob zu sagen, gibt es heute sehr, sehr interessante Diskussion in jüdisches Volk. Was feiern wir im Chanukka? Weil wieder steht nicht im Torah, nicht im Tanach, nicht im Talmud. Im Halacha ist es bestritten, wie viele Kerzen und Menschen an Richtung. Von rechts nach links, von rechts nach links macht man. Ja? Aber was feiern wir im Pesach? Es steht im Agada, ja? Vom Pesach. Shavuot Sukkot steht im Torah. Purim, die ganze Megillah, die ganze Geschichte von Esther, kann man viel, viel nachvollziehen von dieser Geschichte. Aber was echt feiern wir im Chanukka? Also, die heute säkuläre Juden, wissen Sie, was feiern sie? Was feiern sie im Chanukka? Sie feiern den Sieg. Der Sieg über die Griechen. Die ersten Zionisten, sie haben, das ist unser Vorbild. Sie haben mit Schwert befreien sich. Das heißt, wartet man nicht von einer himmlischen Einmischung von oben, bringt man die Lösung von unten. Nicht genau säkuläre Idee, ganz kabbalistische Idee. Ja? Die Kabbalah redet über die zwei Welten. Welten oben, Welten unten. Unsere erdliche Welt. Ja? Und die ganz klare Idee, ich habe das erwähnt, ich denke letztes Mal, dass wenn wir intermischen uns, vermischen von unten, dann auch von oben, als unsere Auftrag, auch bekommt eine Intervention. Ja? Wenn wir sind ganz passiv und sitzen so, dann auch gar nichts passiert von oben. Ja? Wir sitzen und nur warten. Also, dass diese Idee ganz nicht fremde Idee ist, ganz jüdische Idee und sogar kabbalistische Idee. Ja? Also, die ersten Zionisten, die letzte, die heutzutage auch, also das muss man nach israelischem Militär gehen, das Heimat verteidigen, ja, solche Ideen, ja. Nicht umsonst gibt es eine Geschichte von jüdischen Quellen, dass am Anfang die Maccabäer-Kriege, die Maccabäer wussten nicht, was macht man am Schabbat. Das heißt, kriegt man oder beruhigt sich man? Und gibt es eine Geschichte, dass am Anfang die Juden hatten sich rausgerennen von Griechen, ja? Haben sich in viele Höhle bedecken. Und einmal, das war Schabbat, und die Juden wussten, ob soll man kriegen oder nicht. Und sie haben gedacht, muss man nicht kriegen. Und die Griechen haben gekommen, kein Widerstand und alle wurden gemordet. Ja, das ist Krieg. Und dann geht weiter Text, die Juden haben erinnern, die Gesetz vom Zeiten der König David. Der hat am Schabbat gekriegt, natürlich. Weil Krieg ist ein Pikuach Nefesh, eine seelische Gefährdung. Ja? Muss man sich retten. Und wenn
wenn das nötig ist, dann muss man kriegen. Also wir sehen uns, dass diese Situation nicht umsonst als Quelle hat uns erreichen. Das heißt, die Juden haben quasi eine Deteriorierung, ja, sie haben vergessen sogar einige eigene Gesetze, ja, dass heutzutage ist keine Frage, jedes Kind weiß, dass am Schabbat, ja, wenn es Gefahr, dann muss man kriegen. Dann, in der heiligen Zeiten, das war unklar für alle Juden sogar, ja. Also das ist eine Linie, die geht von oben nach unten. Das heißt, diese Situation im zweiten Tempel war überhaupt nicht gut. Die Juden haben eigene Gesetze vergessen. Und kann man vermuten, ist nicht nur die eine Gesetz und eine Halacha, die wurde vergessen. Ja? Vermutlich mehr. Und genau das steht wegen dem Hillel, der sagt, das muss man die Kerzen von 1 bis 8, ja? Von kleiner Zahl bis große Zahl. Ja? Gibt es viele Geschichten, dass die Juden haben etwa vergessen, in seiner Zeit, seiner Generation. Und dann, was machen wir? Und Hillel erneut Halacha, das eigentlich logisch, bekommt zum gleichen Beschluss, das wurde früher bekannt. Und dann befindet jemand alt, der sagt, ja, richtig. In unserer Generation, das war genauso. Ja, also, dass diese Lage, geistliche Lage, auch physische Lage, vom Zweiten Tempel überhaupt nicht fröhlich. Ja? Das heißt, der erste Tempel, die Könige, die Situation, großartig. Außer Götzendienst und alle die Probleme. Im zweiten Tempel, ja, keine Götzendienst, aber auch keine Propheten. Und es viel, viel vergessen ist. Also ganz von oben nach unten. Hebräisches Sprichwort sagt, von hohe Berge zum niedrige Hölle. Ja? Geistlich und physisch. Beides. Also sollte man einen Krieg führen gegen Griechen, um die klare Halacha, klare jüdische Gesetz zurückgewinnen. Ja? Also, das ist die eine Teil, die unseren Leute, die feiern den Sieg. Gegen diese These, dass wir feiern Sieg, gibt es viele, viele religiöse Juden, ultraorthodoxen Charedim sozusagen, die sagen, nein, wir sind feiern geistliche Sieg, nicht physische Sieg. Und Nachweis, nach diesem Gewinn, nach diesem Sieg, danach, das wurde viele Niederlage. Ja, wir haben doch verlieren. Also, dass dieser Sieg hat sehr, sehr problematische Konsequenzen mitgebracht zum jüdischen Geschichte. Und schon Enkeln von Makkabäen, sie haben die Römer nach Israels Land eingeladen. Kennen Sie die Geschichte, ja? Okay, es ist ganz, ganz bekannt. Wie gesagt, die Revolutionen schaffen Idealisten und danach die schmutzigen, niedrigen Leute, sie benutzen die Revolutionen. Kennen Sie diese Idee? Es war mit Robespierre, es war mit Revolutionen in sowjetischen Russland und viele, viele anderen Plätze. Also, die ersten Probleme, die schon Talmud erwähnt über diesen Sieg, dass die Makkabäer, okay, Makkabäer ist eine Nickname, ja, eine Spitzname sozusagen, dann
hatten Leute keinen Nachname, keine Familienname, nur Aristokraten. Also sie waren Aristokraten, sie waren Kohanim, ja, die Tempeldiener. Ja. Und sie haben die Könige bekommen, sind, ja, diese Familie. Das ist schon ein Problem. Ja. Das heißt, bei Judentum, die Idee von Montesquieu, dass die Regierung soll verteilen sein, ist eine grundsätzliche Idee. Es ist die demokratische Idee, dass die drei Mächte oder mehrere Mächte sollen verteilen sein, nicht zusammen. Es ist klassische Idee vom Torah, nicht von Montesquieu. Montesquieu war was? 400, 500 Jahre vor? Ne, wenige. Montesquieu war was? 17. Jahrhundert. Mhm. Ja? Etwa so 17., 18. Also dass diese Idee, dass gibt's eine legislative Regierung, ja, eine oder edukative, wenn ich heutzutage sage, exekutive, mhm, König und Bürokratie. Und die dritte Macht, es ist ganz jüdisch, das ist Kohanim, Tempel. Also das waren drei Mächte beim Judentum, ja. Also Sanhedrin, legislative und edukative Macht, König und seine Bürokratie, exekutive Macht und die Priester. Das kann man sagen, das ist quasi unsere Rechtssysteme, Rechtsmacht, ja? Gerichtsmacht sozusagen. Ja? Weil die Kohanim, sie waren auch Richter. Also, und dann, was ist passiert, ja, dass die Kohanim, die Tempeldiener, die dritte Macht, auch erorbt die zweite Macht, Exekutive. Und das ist nicht in Ordnung und direkt bekommt zum Korruption. Auf erster Linie nicht finanzielle Korruption, die morale Korruption. Ja, die Kohen bekommt einen König. Das kann nicht sein. Ja. Kennen Sie die Geschichte von König Uzziah im ersten Tempel? Nee. Das steht in drei Quellen. Die Königebuch, Ischiau-Buch, Ischiau der Prophet und die natürlich Chroniken. Ja. Und dann im Kurz, Uzziah, der König, er hat Zarat, wie heißt das, diese Krankheit, wir haben das bewegen mit Anfang des 20. Jahrhunderts mit Antibiotika, wie heißt das, diese Krankheit? Moment. Aber das waren nicht die Pocken oder so, nee. Nee. Moment. Ja, Leprose. Kennen Sie die Geschichte mit Leprose und König Uzziah? Der König hat sich in den Tempel angegangen. Das heißt, muss man verstehen, was Tempel ist. Tempel ist ein Komplex. Ja? Unter diesem Namen kann man viele verschiedene Dinge meinen. Für die Leute, normale Leute, Tempel ist es ein großer Hof, ein großer Platz, wo sammeln wir uns, beten uns. Ja? Gibt es gewisse Platz, dort einfach Juden können nicht weitergehen. Kennen Sie? Das ist die 15 Niveaus von Tempel. Ja? Dort Leviten konnten stehen und sie haben gesungen. Ja? 15 Treppen. Ja? Aber diese Gebäude, die verkleinern wir das Tempel nur zum Gebäude. Ja?
Zum diese Gebäude konnte nur die Kohanim Einzug haben. Okay? Und dort ist Kodesh HaKodeshim, Heilig des Heiligtum, der die Hohe Priest Kohen Gadol nur einmal im Jahr am Yom Kippur drin geht. Ja? Dort am ersten Tempel, das waren die zwei Tafeln, die Moses hat von dem Gott bekommen. Ja? Am ersten Tempel. Und die zerbrochene erste Tafel. Also, und dann diese König Uziahu wollte drin ins die Gebäude, ins die Tempel gehen. Nicht zum Heilig Heiligtum, ja, das wusste ich, darf man nicht. Aber doch, wo nur die Kohanim sind. Und sie haben ihm gestoppt und gesagt, du darfst nicht, du bist König. Doch, er geht und gleichzeitig ein Wunder, er bekommt eine Leprose auf seinem Lob. Und in diesen Zeiten war kein Antibiotik. Ja? Also er hat die, was Leute halten von dieser Krankheit. Haben Sie den Film Ben-Gvir gesehen? Es ist eine Klassiker, eine hollywoodische Klassiker. Sie sollen das schauen. Sagen Sie nochmal, wie heißt das bitte? Ben-Gvir. Okay. Ben, sorry, Eva? Wir hören Sie nicht. Nicht Ben-Gvir. Jetzt die Hauptspieler hat verstorben schon. Es ist Eva hat verstanden. Ja, Ben-Hur. Ja. Ben-Hur. Ja. Okay. Sorry. Ben-Hur, ja. Also dort ist es eine sehr, sehr berühmte Szene. Jetzt mit James Bond 007, ja, er immer fährt mit Autos, ja, manchmal Flugzeuge, ich weiß nicht was, ja. Dort war eine sehr, sehr berühmte Szene, dass die Leute rennen auf diese Merkava, auf die viele, viele Pferde, ja, mhm. Wie heißt das auf Deutsch, dass diese Struktur, wir nutzen das heute nicht, ja. Und das ist eine sehr, sehr berühmte hollywoodische Szene. Ja, genau, genau. Wagenrennen mit Pferden, es ist eine klassische hollywoodische Szene. Richtig schon? Ganz, ganz schon. Also es ist ein langer Film. Es ist zwei Serien. Am Ende ist es genau Christentum. Also die letzten 10, 15 Minuten, das können Sie sparen von sich. Er bekommt, die Hauptspieler bekommt überzeugte Christ. Es ist am Ende. Aber die ganze Zeit, die ganzen Film, er ist eine Jude, Ben-Hur. Also, und dort, dieses Thema, Leprosa, steht ganz, ganz scharf. Ja? Seine Mutter und seine Schwester, sie erlitten Leprosa und sie sind einfach am Gefängnis. Ja? Und dann befinden sie, die Leute leben draus von Jerusalem, ja. Und die Leute kontaktieren mit ihm nicht, weil sie halten, ja, dass es ist eine Infektion, die kann man auch entstecken sein. Und dann sie schmeißen dann Essen für diese Leute, die leben, ja. Also, und wenn sie beim Fehler gehen in dem Stadt, sie steinigen sie. Ja, die Kranken. Also mit dieser Leprose, es war ganz, ganz, es war Katastrophe, ja. Also es war kaum, könnte man erholen sich, aber doch in dem Film, ich denke, die Hauptspieler, die Ben-Hur, er hat ein bisschen und hat erholen sich. Okay, es ist ein Film von dieser Leprose ohne Antibiotik. Also im Kurz, dass die König Uziah, er bekommt Leprose und war die ganze seines Leben mit dieser Krankheit. Ja? Also in Quarantäne. Nicht zwei Wochen, ganzes Leben. Ja? Also wir uns weinen heute für Quarantäne. Zwei Wochen, 10 Tage, 3 Tage. Die Leute hatten, Gott behütet, ganzes Leben in Quarantäne. Also
Also das ist die klassische Beispiel von jüdischen Texten, von Heiligen Schriften, von Tanach. Das muss man nicht, diese drei Mächte nicht vermischen. Der König ist König. Die Kohanim sind Kohanim. Die Sanhedrin, Judikative, die sind Sanhedrin. Punkt. Ja? Also nicht vermischen. Und dann als Konsequenz von diesem Sieg, das ist der gute Sieg, die Makkabäer, die Chasmoneim, sie bekommen auch Könige und auch die Kohanim. Also, und schon die Enkel von Makkabäer, sie hatten die Regierung nicht erledigt zwischen jedem mit anderen und hatten dem Land Israel verteilen zum drei. Sie waren drei Enkel. Und eine Seite zum Kriegen mit anderen, ja, seine eigene Bruder, hat die Römer eingeladen, zum sich verstärken. Die Römer ganz gern angekommen sind und geblieben natürlich. Also dass diese Geschichte ist das, was Talmud meint über die Korruption. Ja, nicht Geld, sondern die Leute sind nicht fähig zum Regieren sind. Ja? Also in seiner eigenen Regierung, in jedem Preis, auch Zivilkrieg mit eigenen Brüdern und auch jemand Fremde einzuladen. Ja? Und das ist natürlich bekommt ganz, ganz schlimm. Ja, also deswegen diese Idee, dass es eine geistliche Sieg, nicht physische Sieg, das nur verstärken, diese Geschichte. Ja? Das heißt, die ultraorthodoxen, jüdischen Ultraorthodoxen, ja, sie behaupten zum Geist. Ja? Die Griechen wollten uns assimilieren. Nicht so genau physisch, sondern geistlich. Ja? Sollte man die griechische Kultur nachfolgen. Die griechische Kultur hat eigene Punkte, zum Beispiel Olympische Spiele. Was halten Sie davon? Gut, nicht gut, Olympische Spiele? Was? Ich kann nicht hören. Die Olympischen Spiele dann, es ist nicht wie heute. Erstens keine Frauen, nur Männer. Das männliche Welt. Punkt. Ja? Zweitens, sie waren immer nackt. Ja? Mhm. Also das, diese Art von Olympischen Spielen. Von diesen Olympischen Spielen, wir haben Diskus rauswürfen, solche. Ja? Wir brauchen heute Diskus rauswürfen. Das ist geblieben für originale Olympische Spielen. Ja? Solche. Zweitens, sie hatten Theater und Gymnasien. Mhm. Bitte, Gymnasie ist nicht in unserem Sinn eine Schule. Bei uns Gymnasie ist eine gute Schule, ja? Nein. Gymnasie, das war zum Lernen auf Pferd, Reiten und solche. Aber es ist auch eine Vorbereitung zum Krieg tatsächlich. Dort ein bisschen die Leute gelernt Philosophie, ein bisschen Rhetorik. Rhetorische Dinge, es war sehr wichtig, gut zu reden. Das wollte viele Politiker empfehlen, gut reden. Also eine Rhetorik, was eine Disziplin, bis Anfang des 20. Jahrhunderts, im Kaiser Deutschland, im zarischen Russland und so weiter. Ja. Es war eine Disziplin, Rhetorik, wie redet man? Natürlich Philosophie, das heute niemand lernt, das war auch eine Disziplin. Also Theater, wieder im Unsere sind Theater, ist eine Kultur. Aber dort, dann Theater, das war etwa zwischen Komödie und etwa bizarr. Es war ganz, ganz bizarre Show dort in diesem Theater. Unsere Weisen überhaupt, die möchten nicht diese Theater. Sie behaupten, dass es nur für Gottesdienst, diese Theater. Ja?
das Theater war, das Szenario war, über die verschiedene griechische Götter, seine Leben. Ja, sie lieben, trennen, genau wie Leute. Also das war die Geschichten in diesem Theater. Und die Griechen hatten Orgien, in unsere heutzutage Sinn. Dieser Sinn hat nicht verändert sich. Nicht für Olympische Spiele oder Theater oder Gymnasien. Echte Orgien. Also das war die griechische, sozusagen, Kulturerbe. Ja, Olympische Spiele, nur für Männer, Theater, Gymnasien und Orgien. Also natürlich ist es ganz, ganz schwer, wenn du bist Jude, eine gläubige Jude, folgen diese Geschichten. Ja? Und war, deswegen, das nicht, ja? War das nicht auch so, dass dann eben Juden keinen Schabbat mehr halten durften und nicht beschneiden durften? Das war mit dem Zeit. Also okay. Schabbat, Verbot, was nur am Ende. Mhm. Wir reden jetzt über die Zeit von Alexander der Groß. Mhm. Alexander der Groß natürlich steht im Talmud, viele Geschichten über ihn. Ja? Alexander Mukdon auf Hebräisch, Alexander von Makedonien, ja, das ist der hebräische Name. Ja, also, wieder gibt es, muss man verstehen, dass diese Antioch Epiphanus, der Verrückte, der Vierte, er war nur am Ende. Ja, das heißt, das war schon die, wie gesagt, er, seine hebräische Sprichwort, er wollte die Feuer mit Benzin erlöschen. Ja? Stattdessen beruhigen, er hat einfach den Krieg mitgebracht, ja? Mit diesem Verbot zum Schabbat halten. Mhm. Ja? Also die ganze Zeit von Alexander der Groß bis Makkabäerkrieg, es war gute 100 Jahre, sogar mehr. Ja? Also in dieser Zeit Israel war eine Kolonie von Griechen. Okay, sie bezahlen den Gebühr. Ja, wie muss man bezahlen? Und das war ein Druck zum kulturellen Assimilierung. Aber doch könnte man auch seine eigene Religion praktizieren. Ja, nur am Ende, was es geschah politisch, manche Zeit, okay, nach dem Alexander der Groß, er hat ganz jung verstorben, ja? Mhm. 38, also er hat nicht über 33, er hat nicht die 40 Jahre alt bekommen, ja? Also seine Imperie sozusagen, seine Kingdom, Kaisertum, hat zum drei Teile verteilt zwischen seine Generäle. Er hat keine Kinder. Ja? Er war auch jung, aber auch hatte keine Kinder. Also sozusagen europäischer Teil, afrikanischer Teil und asiatischer Teil. Ja? Und Israel ist dazwischen, in der Mitte. Die manche Zeit, Israel hat gehört zum afrikanischen Teil. Ja, die Ptolemäer. Ja, das war ein General, der hat seinen Namen Ptolemäus. Seine Enkelin oder Urenkelin, das war Kleopatra. Ja, das ist ein quasi Vorbild für die Schönheit. Das war ich nicht. In unseren Standarten, sie war unten, sogar unten Standard. Nicht in die Mitte, ganz unten, aber okay. Jede Zeit hat seinen eigenen Standard. Also am Ende der Zeiten, Israel wurde von afrikanischen Teil zum asiatischen übergegangen. Und dann es bekommt dann Probleme. Das heißt, dass diese Leute, sie nennen bei uns als griechisch-syrisch. Das heißt, sie waren ethnisch nicht Griechen, sie waren syrisch. Ja? Aus Syrien. Mhm. In Hauptstadt Damask, aber die Kultur und Religion war griechisch. Ja? Deswegen, die waren nicht echte
Grieche, aber doch, sie waren griechisch. Und sie haben stark angefangen, die Juden unterdrücken. Ja? Das war ganz, ganz am Ende. Ganz am Ende. Es war nicht einfach mit der Dynastie von Ptolemäus, aber doch, es war in Ordnung. Ja? Also, wieder zurück, was feiern wir mit dieser Chanukka? Und die Antwort, wir feiern alles. Auch den physischen Sieg, auch den geistlichen Sieg, ja? Aus das Wissen noch erleben. Ja? Und natürlich, wenn das jüdische Volk war im Exil, ja, denken Sie über den 19. und 20. Jahrhundert. Ja? Und dann erzählen über den Sieg, es ist ganz, ganz, es ist Nonsens. Ja? Du lebst unter Druck in Europa, im Ghetto. Du sollst überleben beim Pogromen und du sagst, ja, wir haben gewonnen, wir haben gesiegen. Es ist lächerlich, ja, unrelevant. Deswegen muss man verstehen, dass diese Idee über den physischen Sieg, sie war unrelevant für manche Zeiten, mindestens in Europa, ja, von Mittelalter bis 20. Jahrhundert. Was macht das um diesen Sieg? Wir haben schon dann viel mal weiter verlieren, verstehen Sie? Deswegen diese Linie, dass okay, nicht physischer Sieg, ist schon unrelevant, haben schon mehrmals verlieren von dem diesen Sieg, aber mindestens geistlicher Sieg. Verstehen Sie, woher kommt das, diese Linie? Aber wenn kommen wir zurück nach Israelland, gründen wir unseren Staat, gewonnen wir uns aktuelle Kriege, dann verstehen Sie, dass die erste Idee über die physische Sieg ist doch aktuell. Weil es ist am Ende des Tages, was bezeichnest du, was feierst du um diesem Fest? Es ist abhängig von dir. Was ist dein eigenes Gefühl? Wenn wir leben in Odessa oder Kishinev nach dem Pogrom, ja, von Anfang 20. Jahrhundert, ja, jetzt war 100 Jahre von Pogrom in Kishinev, ja, Odessa, ja, schreckliche Geschichten, ja. Also das, du hast keine Lust, ja, bezeichnen 3000 Jahre, ja, es war ein Sieg, ja, über die Griechen. Ne? Ist unrelevant. Aber wenn doch, du kriegst heute und da und dort du gewinnst, du besiegst, oh, das ist nicht das erste Mal. Ich erinnere mich, einmal, 2000 Jahre von, es war schon. Verstehen Sie? Also, das ist die Frage, was bezeichnen wir in dieser Chanukka? Es liegt auf uns, auf unsere aktuelle Update-Situation. Ja? Und deswegen nicht umsonst, diese Idee, dass wir bezeichnen, die physische Sieg, kommt nur in zionistische Zeiten, weil die Zionisten haben gewonnen. Ja, sie starten gewinnen. 2500 Jahre, was kein Sieg. Ja, nur rennen schnell von Pogrom, ja, von dem Staat zum dem Staat, ja. Verstehen Sie die Existenz, die jüdische Existenz. Deswegen diese Diskussion, dieser Streit, was feiern wir unter Chanukka, was verstehen wir mit Chanukka, es ist ganz neue. Es ist Frucht von 20. Jahrhundert. Ja. Am 19. Jahrhundert war keine Frage. Wir hatten keine Siege. Niemand hat sich gedacht, okay, das ist ein physischer Sieg. Es war so unrelevant und nicht aktuell. Jetzt es ist es aktuell. Heute gibt es einen Staat, sogar schon große Stadt, im Israel, Modi'in. Ich erinnere mich, das ist ein kleines Dorf. Es ist genau, wo sie geleben, diese Familie Makkabäer aus Modi'in. Sie begraben dort. Gibt Grabungen, die entdecken, die Archäologie. Ja? Also wir leben die gleichen Plätze, wir besiegen. Also das passt zu unserer Agenda, verstehen Sie?
Und deswegen diese Diskussion, dieser Streit, es ist ein guter Streit in meinen Augen. Es ist ein interessanter Punkt, eine lustige sogar, ja. Und wieder, wer geht nicht zum israelischen Militär? Jüdisch-Ultra-Orthodoxen? Okay. Dann sind natürlich, sie sind näher zum Punkt, dass wir zeichnen die geistliche Sieg. Wenn sie bis heute diese 2000 Jahre von weit fern von Militär, ja, ist eine fremde Idee, gehen zum Militär. Sie mögen dich nicht, manche machen das nicht. Ja, und deswegen, sie immer übersetzen alles zum geistlichen Niveau, geistliche Sieg. Wenn jemand säkular ist und haltet keine jüdische Feste, aber doch ein Israel ist, der geht nach Militär, der ist stolz von seinem Staat und seinem, ja, seinem Militärdienst, dann natürlich sagt der Mensch, ja, ich habe gewonnen dann, habe viel, viel verlieren. Jetzt, wie wieder besiegen. Die Geschichte kommt zurück, ja, und wir sind Nachfolgern von diesen Makkabäern. Muss man echt so sagen, diese Punkte sind sehr, sehr wichtig, weil die Juden begründeten die Stadt Israel als Nachfolger des jüdischen Staat vom Zweiten Tempel. Das ist die Stadt von Makkabäen. Verstehen Sie die Idee? Das heißt, nicht wie Palästinenser sagen, es war gar nichts, keine Juden, keinen Tempel, alle. Sie einfach sagen auf alles gar nichts. Ja? Jede archäologische Entdeckung ist gar nichts. Ja? Also, aber wenn wir nicht auf diese Schiene, ja, das, wie gesagt, totale Annullierung, totale Unakzeptanz. Ja? Wie gesagt, lebt man in seine eigene Galaxie, in seine eigene Welt. Ja? Wenn wir kennen die Geschichte, kennen die jüdische Historie, ja, und die jüdische Staat Israel für heute, er ist natürlich, es wurde gesagt, es ist auch jedes Tag gesagt, wir sind Nachfolger von der Heiligen Stadt. Und der ist Makkabäer-Stadt, Chasmonäa. Maimonides Rambam genau schreibt so. Er schreibt, und was ist mit Chanukka? Weil wir haben schon viel mal verlieren von da. Genau meine Frage, ja. Was bezeichnen wir? Welcher Sieg? Ja, weil wir sind schon 2000 Jahre in Exil und leiden und wir sind verfolgen, ja. Und unser Blut ist wie Wasser auf den Straßen. So steht in meinem Piyutim, ja. Das lesen wir am 9. Av. Ja. Wenn so, wenn es die Situation, was finden wir in dieser Chanukka? Und Rambam schreibt, und wir wissen ja, das war Korruption mit den Enkeln von Makkabäen, alles richtig. Und diese Stadt hat gefallen ist. Und kommt am Ende, zweite Tempelzerstörung, ganze Exil, totale Zerstörung. Aber doch, wegen dieser Sieg hat jüdische Staat noch 150 Jahre circa noch gelebt. Verstehen Sie? So ist die Meinung von Maimonides. Das heißt, das würde sich dieser Sieg auch mit bitterem Ende. Weil jüdische Staat hat noch 150 Jahre circa existiert mehr. Dann kommen wir sind die nächste Reinkarnation von jüdischem Staat, ja. Aber wieder, die Juden sehen direkte Verbindung, direkte Linie zwischen dieser Stadt von Makkabäa, Chasmonäa und uns. Das ist, Rambam schreibt im Mishneh Torah, seine halachische Meinung, nicht Idee. Ich hatte am anderen Buch anders geschrieben, wie es mit Maimonides vielmal passiert. Das ist seine halachische Meinung. Das heißt, die jüdische Existenz als Staat ist sehr, sehr wichtig. Sogar ist es,
war nicht so gut und bitter geendet. Okay. Also, doch. Hören wir zwischen die Reihen. Am Ende ist mein, doch, ist ein Sieg, ein Krieg. Ja. Die Stadt, jüdische Stadt, hat noch 150 Jahre existierte mehr. Also, das, was habe ich gesagt, was bezeichnen wir mit dieser Chanukka? Alle Antworten sind richtig. Mhm. Auch physischer Sieg, auch geistlicher Sieg, auch das Wissen nicht assimilieren sich. Ja, alles, was Sie hören, ist es richtig. Mhm. Bedingung ist nicht nur eine Gründe. Mhm. Gibt es viele, viele Gründe für diese Chanukka. Und deswegen, die Leute mögen diese Chanukka. Jedes findet, was es nähe zu seinem Herzen. Ja? Mhm. Verstehen Sie? Ja. Weil andere Feste, die Inhalt ist beschlossen ist. Ja? Pesach ist Freiheit, Purim ist es, göttliche Rettung, ja? Und so weiter und so fort. Ja? Also die, alle Feste ist vorgeschrieben, was feiern wir. Die einzelne Feste ist nicht vorgeschrieben, Chanukka. Und das ist das große Feld von freizügigen Ideen. Was bezeichnen wir? Deswegen Leute mögen Chanukka. Genau deswegen. Dass diese Mangelhaft von schriftlichen, punktlich gezeichneten Richtlinien, das ist gut in diesem Fall. Oder nicht gut, wenn jemand mag nicht diese Diskussion. Ja, geistlicher Sieg oder physischer Sieg. Ich mag diese Diskussion. Echt, ich mag das. Weil es ist lächerlich. Weil meiner Meinung nach, es ist alles. Alle Antworten sind richtig, ja? Es ist nicht nur ein. Also, das ist kurze Anleitung zum Chanukka, sozusagen. Vielleicht gehen wir weiter und noch ein bisschen unterrichten werden weiter über die Chanukka. Weil es ist nur Teil Nummer 1. Ja, es ist quasi Vorwort für Chanukka. Ja, also nächste Woche, ich bin vermutlich im Transkarpatien, in unserer Gemeinde dort, weil es ist eine Tradition, ich komme und wir zünden zusammen die Chanukka-Licht. Es ist ganz, ganz gut für Gemeinde. Also wir setzen uns Verbindung. Wie geht das mit nächste Woche mit dem Unterricht? Also ich denke, wir gehen noch mit dieser Chanukka noch einige Unterrichte, wenn Sie sind nicht dagegen. Gerne. Es ist natürlich interessante von Würmer und Fliegen, das verstehe ich ganz klar. Ja. Aber wie, das ist nicht widersprüchlich. Das ist zwei unterschiedliche Felder. Mhm. Aber die Ideen von dieser Chanukka und was feiern wir, was feiern wir nicht und wie feiern wir, das ist interessant. Mhm. Und wieder, ich empfehle, echt empfehle, diesen Film Ben-Hur in Farbe schauen. Es ist echt eine Klassiker. Es ist echt eine Klassiker. Wieder, ohne letzte 10, 15 Minuten kann man schauen. Es ist ganz nicht überzeugt. Es ist plötzlich andere Linie, anderes Szenario. Es ist ein bisschen künstlich. Ja? Aber das Film echt, es ist ganz, ganz gut. Und es ist die Wahrnehmung von der damaligen Realität, ist es wichtig. Ja? Nicht wie die 300 Spartanen und oben ein Flugzeug fliegt. Ja? Kennen Sie diese Bilder von Internet? Also das ist nicht. Also schauen diese Ben-Hur und es ist immer gut. Gut, dann, das ist das alles für heute, liebe Leute. Also gut zu sehen. Und deswegen, wenn Sie wollen, als Benoach Chanukka bezeichnen, ganz gut. Wenn Sie wollen nicht, auch gut. Weil es steht nicht im Torah, nicht im Mishnah, nicht im Talmud. Das ist genau diese Freizügigkeit, betrifft auch die Benoach. Wenn Sie wollen fahren, bitte schon. Wollen Sie nicht? Auch bitte schon. Alles geht. Nicht die anderen Gesetze. Wie genau wird diese vorgeschrieben? Das ist, darf man, das darf man nicht. Verstehen Sie? Mhm. Und das ist genau gut. Auch für uns. Ja.
Das war jetzt wahnsinnig interessant. Ja, ja. So. Sehr gut. Dann bis vermutlich nächste Woche oder übernächste Woche. Wir sind in Verbindung. Also wir gehen ein bisschen mit dieser Chanukka. Ja. Danke schon. Vielen Dank. Chanukka Sameach. Genau. Chanukka Sameach. Genau. Shalom. Shalom.